So, wir sind zurück. Ihr möchtet die Mammutmaschine sehen? Ja, dachte ich mir. Fühlt ihr Lavos mächtige Kraft? Was haben die eigentlich jetzt mit Lavos am Hut? Dies ist unsere Energiequelle. Die Mammutmaschine sammelt die unendliche Kraft von Lavos. Wenn die Mammutmaschine in den Seepalast gebracht wird, können wir Lavos noch mehr Energie entziehen. Das höchste Ziel des ewigen Lebens ist nun in Reichweite. Oh, allmächtige Königin, unser Königreich des Eifers wird ewig blühen. Ich glaube, euer Königreich hat schon Zenit ihrer Blüte erreicht. Nachdem die Mammutmaschine fertig war, wandelte sich die Königin über Nacht. Unter uns gesagt, egal wer sich ihr entgegenstellt und nicht nur die Erdgebundenen verschwindet. Melchior, der die Pläne der Königin in Frage stellte, verschwand. Denkt ihr auch, was ich denke? Melchior, war das nicht der alte Sack mit dem Masamune? Was hat der denn mit all dem am Hut? Die drei Gurus machten die Mammutmaschine aus dem roten Stein der Königsfamilie. Melchior, der viel über Lavos studierte, war mit dem Plan beauftragt, aber dann verschwand er. Zur Kontrolle der Mammutmaschine braucht es genügend starke Magie, um die Energie zu extrahieren. Okay. Komm, wir drücken den schönen roten Knopf. Na, komm. Wir können gar nichts mit der Mammutmaschine machen. Was müssen wir machen? Ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Nee, nee. Oh. Hier geht's zum ins Schlafzimmer. Gehen wir doch mal spannen und so. Weil wir es können. Schalas Amulett wurde aus demselben roten Stein gemacht wie die Mammutmaschine. Wenn sie singt, leuchtet ihr Amulett. Ich will sie gar nicht singen hören. Hört sich wahrscheinlich schon so an und so. Ich glaube, ich bin richtig. Schala! Oh, du bist zurück, Jan. Es stimmt etwas nicht. Der schwarze Wind. Schala. Oh, du fühlst ihn also auch? Mach dir keine Sorgen. Jetzt nimm dies. Was ist das? Es ist eine Art Amulett. Wenn etwas passieren sollte, wird es dich beschützen. Ich wünschte, ich könnte immer bei dir sein. Doch Mutter hat andere Pläne. Sie ist nicht unsere Mutter. Sie sieht so aus, aber innen hat sie sich verändert. Trotzdem kann ich nicht. Janus, es tut mir leid. Verzeihung, Hoheit. Wir einfach ignoriert werden, obwohl wir gerade am Spannen sind. Die Königin verlangt euer sofortiges Erscheinen im Seepalast. Natürlich. Also, Janus, ich mache mich auf den Weg. Leute. Ich glaube, ich weiß, wer Janus ist. Wisst ihr es auch? Ich will nicht spoilern. Das ist mir jetzt gerade nur so in den Sinn gekommen. Oh, wer mögt ihr sein? Fräulein Schala, bitte beeilt euch. Kommt ihr zu spät, werde ich bestraft. Oh ja, verzeiht bitte. Dieser Junge. Das ist Zeitverschwendung. Alfredo mag nur mich. Geht weg. Der Kleine. Ich glaube, hier werden wir sehr viel erfahren. Sehr viel Wichtiges über einen Charakter. Gehen wir zum Seepalast. Ach, sie hat auch ein Amulett? Wird Zeit, dass wir ihr hinterher steigen hier. Nein! Seltsam, wie kommen? Diese Tür hat einen starken Verteidigungsmechanismus. Wir haben zwar... Doch, wir haben das Amulett von der... Von Conan, aber... Gehen wir doch mal nach Janus schauen. Der uns was zu sagen hat. Ist ja, ich weiß. Geht weg. Nein, hat er nicht. Ich hole mir eine Keule, ziehe dir eins... über den Schädel, dann klaue ich dir dein Amulett und dann gehen wir erstmal spannend aus dem Weg. Nu. Ha. Jackpot. Ach, wir haben damit jetzt unser Amulett aufgeladen und können jetzt damit in den Seepalast. Haha. Ja, ich kann kombinieren. Ich bin nicht so doof, wie ich mich manchmal aufführe.
absolut nicht. Auch wenn ich die Allgemeinbildung eines Backsteins besitze. Und die stehen da und machen nichts, die Weiber. Yeah, los, keine Angst, Pain. Kein Zweifel, Connens Amulett besteht aus dem Guru-Stein. Aha. Boah, ich hab Gänsehaut, ich weiß nicht warum. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Eure Majestät, dies sind die Übeltäter, vor denen ich euch gewarnt habe. Wie könnt ihr es wagen, euch mir zu widersetzen, ihr Fremde, schlimmer als die Gurus? Arme Narren, Dalton, macht ihr das? Gerne, erlaubt mir. Golem. Oh. Der Prophet hatte blaue Haare. Kann es sein, dass das Magus war? Oh. Das fängt ja schon mal wunderbar an, oder? Kopiert physische Angriffe. Ich hab das da jetzt nicht gesehen, ey. Oder? Nein, 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 nein. Leck mich fett. Böse, böse. Ich glaube, ab hier werden wir ein sehr großes... Das regt mich jetzt irgendwie schon auf. Heilstrahl. Warum mache ich Heilstrahl auf alle, wenn irgendwie nur noch zwei leben und einer von denen nur schwer verletzt ist? Ich bin doof. Oh Gott. Dieser Golem ist jetzt schon mal auf Deck. Ich glaube, der kontert mit diesen physischen Angriffen. Ich denke, da wäre es doch eine bessere Lösung, mit Magie anzugreifen. Das Einzige, was ich jetzt wirklich machen kann, um nicht zu verrecken, ist zu hoffen, dass das Vieh nicht so viel Leben hat. Ja, der kontert auch physisch. Ich habe keine Chance. Kannst du nicht die ganze Zeit diesen Eisenorb machen? Zu spät. Wir sind tot. Mua, habt keine Angst, ihr werdet nicht sterben, zumindest nicht gleich. Oh Gott sei Dank, den konnten wir eigentlich gar nicht besiegen. Der war auch viel zu schwer dafür. Zu gegebener Zeit werdet ihr uns anflehen, euer Leiden zu beenden. Welch köstliche Ablenkung dies für uns sein wird. Diese Königin Eifer ist eine kleine, miese Schlampe. Kann es sein, dass wir jetzt... Sieht aus wie Gericht. Idioten, was wirst du tun, Charla? Lass uns sie retten. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wenn sie entkommen, bist du in Schwierigkeiten. Mach dir um mich keine Sorgen. Es könnte ihnen gelingen, die Gurus zu retten. Was für ein Scheißgolem. Weil wir waren in einem Gefängnis. Ich dachte, wir wären vor Gericht. Seid ihr in Ordnung? Schnell, flieht aus dem Palast. Und wenn ihr könnt, rettet bitte Melchior. Er wurde zum Berg wohl geschickt, weil er sich der Königin widersetzt hat. Bitte, ihr müsst ihm helfen. Ich fürchte, das kann ich nicht erlauben. Hallo, Magus. Eure Einmischungen sind ermüdend. Ihr müsst verschwinden. Das dürft ihr nicht. Halt! Mau! Gut, ich verschone sie. Aber dafür werdet ihr kooperieren, Charla. Nun zeigt mir, wie ihr hergekommen seid. So seid ihr also hergekommen. Nun, Charla, nachdem ich sie hineingeworfen habe, versiegelt ihr das Portal. Nein, ihr könnt mich nicht zwingen. Gehorcht, oder die Eindringlinge sterben. Also gut. Nein! Ich
will wieder zurück. Bitte vergebt mir. Und wir werden wieder durch die Zeit geschickt. Hui. Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Warum hat er uns verschont? Sie nehmen Energie von Lavos. Lavos schwach werden. Halt, das Emblem auf den Türen, die das Amulett öffnet. Ich kenne es aus meiner Zeit. Hier ist ein seltsames Emblem eingraviert. Es ist durch unbekannte Kraft versiegelt. Okay. Kehren wir zu meiner Zeit zurück. Okay. Naja. Sieht so aus, als hätten wir einen Plan, wie wir das jetzt anstellen wollen. Es hat sich viel getan in den letzten paar Folgen. Verdammt viel. Und ich denke, jetzt können wir alle Kisten und Türen mit diesem Emblem öffnen. Aber ich war, naja, ich schätze mal, machen wir das lieber erst in der Zukunft und gehen dann nach und nach zurück in die Vergangenheit, um das zu tun. Denn ich habe das Gefühl, wenn wir sie in der Vergangenheit öffnen, verschwinden sie in der Zukunft, was natürlich auch logisch erscheint, ne? Ja, wir werden natürlich nicht alle sofort öffnen, nur was sich mal gerade so vor uns befindet. Aber in der nächsten Folge werden wir mal wieder in die Zukunft reisen. In die Zeit, in der Dake lebte. Und machen bis dahin einen Schnitt. Also, man sieht sich. Bis dann.